Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Ecclesia-Gemeinde. Ich freue mich total, dass du da bist, dass du zum Gottesdienst gekommen bist. Auch alle im Livestream, schön, dass ihr dabei seid. Richtig klasse, dass wir Gottesdienst feiern können. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für die gemeinsame Anbetung, für den Gesang, für die Musik. Und ich finde, wir haben ein hammermäßiges Team. Wollen wir denen mal einen Applaus geben und Danke sagen? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Ja, herzlich willkommen. Ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wisst ihr, immer relativ zu Anfang des Jahres haben wir eine Predigtserie, in der wir Themen wie Beziehung, Partnerschaft, Familie, Ehe, Sexualität und so weiter behandeln. Und das ist jetzt die Zeit des Jahres, okay? Das ist unsere Predigtserie. Sie heißt Es ist kompliziert. Und passend zu dieser Predigtserie will ich ein kurzes Wort an alle Männer richten, okay? Liebe Männer, 14.02. Valentinstag. Wir haben so fantastische Frauen, oder? Und deswegen werdet kreativ, okay? Liebe Männer, nehmt das zum Anlass, überrascht eure Frauen, macht ihnen ein Geschenk oder macht ihnen irgendwie anders eine Freude. Zeigt ihnen, dass ihr sie liebt, dass sie euch wichtig sind. Werdet kreativ. Schreibt ein Lied, schreibt ein Buch, keine Ahnung, okay? Lasst uns das nicht verpassen. Valentinstag, eine tolle Gelegenheit, dass wir das machen können. Ja, wir starten heute in die Predigtserie. Es ist kompliziert. Bestimmt nicht alle von uns, aber doch die allermeisten sind auf irgendeiner Social-Media-Plattform angemeldet, oder? Darf ich einmal eure Hände sehen? Wer ist irgendwo auf irgendeiner Social-Media-Plattform? Okay, ganz viele Hände gehen hoch. Ja, was haben wir da? Wir haben Facebook, Instagram, übrigens, als Gemeinde sind wir auch da. Folgt uns da, ja, um die Updates zu bekommen. Es gibt Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest, Christ sucht Christ. Himmlisch plaudern und so weiter. Himmlisch plaudern kann ich nur empfehlen. Also wirklich, ja, also wenn du, ja, ich sag's nicht weiter. Und wisst ihr, im Anmeldeprozess, eigentlich jeder Anmelde- oder sozialen Plattform, werden ja Angaben so abgefragt, ne? Die wollen ja etwas über uns wissen. Du darfst den Namen angeben, den Vornamen, Wohnort, Beruf, Hobby, Lieblingstier, Lieblingsfarbe, all diese Dinge darfst du dann da angeben. Und interessanterweise, bei Facebook habe ich jetzt gesehen, du kannst sogar auswählen, was nach deinem Tod mit deinem Account geschehen soll. Boah, krass, ey, wusste ich auch nicht. Da kannst du wirklich entscheiden, sollte es mich irgendwann nicht geben, das und das soll Facebook damit machen. Boah, krass. Was auch abgefragt wird, ist die Frage nach dem Beziehungsstatus, oder? So, wie soll man sagen, bin ich in festen Händen oder bin ich noch auf dem Markt, ja? Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, auf der Suche oder eben es ist kompliziert. Das kannst du auch auswählen, ja? Keine der anderen Kategorien passt so richtig. Vielleicht fehlen auch die Worte, um zu beschreiben, wie die Beziehung zueinander ist. Es ist kompliziert. Ja, vermutlich kann jeder da zustimmen. Manchmal sind Beziehungen genau das. Kompliziert, oder? Manchmal weiß man gar nicht, warum ist da so der Wurm drin oder so, ne? Warum ist es so? Ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wie es ist und woran man ist. Manchmal sind Beziehungen anstrengend und kosten Kraft. Aber weißt du was? Das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so sein. Gott kann und will uns helfen, gute und starke Beziehungen zu haben. Und ganz ehrlich, ohne Beziehung geht es ja auch nicht, oder? Wir brauchen Beziehung und wir Menschen sind auf Beziehung hin geschaffen. Sie sind unerlässlicher Teil unseres Lebens und weißt du was, das ist auch gut so. Gottes Wort hat eine Menge zum Thema Beziehungen zu sagen. Wir stehen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen in Beziehung zu Menschen und wir wollen in dieser Predigtserie nach und nach einiges davon ansehen und gucken, was Gottes Wort uns darüber sagt. Und ich möchte mal beginnen mit einem Zitat von C.S. Lewis. Ich mag C.S. Lewis, okay? Und er sagt viele weise und wichtige Sachen. Ich habe das mal frei aus dem Englischen übersetzt selber, ne? Er sagt, die Geschichte des Menschen ist eine lange und schreckliche Geschichte, in der der Mensch versucht, außerhalb von Gott Glück zu finden. Wow, starke Aussage. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Menschen suchen in Geld, in Ansehen, in Ruhm, in Ehre, in Karriere, in materiellem Reichtum und so weiter ihr Glück und eben auch in Beziehungen. Man sucht nach wahrem Glück und erhofft sich das, in dem Partner, in der Partnerin zu finden. Wenn ich nur sie haben könnte, wenn ich nur ihn haben könnte, sie gewinnen könnte, ach, dann wäre mein Leben perfekt, dann wäre ich komplett, dann hätte ich wahres Glück bis an mein Lebensende. Menschen versuchen,
in Beziehung wahres Glück zu finden. Und doch das Problem ist, wenn man außerhalb von Gott sucht und er ausgeklammert wird, dann ist dieses wahre Glück gar nicht zu finden. Ich glaube, wahres Glück ist nur in dem Rahmen zu finden, den Gott steckt, in seinen Gedanken für all die Bereiche unseres Lebens. Der Kerngedanke dieser Serie lautet wie folgt: Damit Beziehungen gelingen, muss derjenige, der sie schuf, sie auch definieren dürfen. Damit Beziehungen gelingen, muss derjenige, der sie schuf, auch definieren dürfen. Ich möchte uns mal einen Rahmen schaffen. Ich schaffe diesmal einen großen Rahmen, okay? Das ist der Gedanke Gottes. Das ist das, was Gott sich denkt für Beziehungen. Ich will es mal so nennen: Gottes Definition. Hier drinnen befinden sich die Gedanken Gottes für unsere Beziehungen, das, was er sich dabei gedacht hat und so weiter. Und alles, was außerhalb ist, das sind die Gedanken des Menschen, das sind die Gedanken, die man sich außerhalb von Gott macht. Wie soll die Beziehung gelingen? Wie kann ich das anpacken, angehen? Wie soll ich Beziehungen führen und so weiter? Das ist der Rahmen Gottes, um den es hier geht. Gott muss definieren dürfen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wenn ich über Beziehungen nachdenke, wie ich sie leben, gestalten möchte und so, befinde ich mich da drin? Oder befinde ich mich außerhalb davon? Lass uns mal ganz zum Anfang der Bibel gehen. Gott schuf Adam und setzte ihn in den Garten. Eine wunderbare Erzählung. Wir beschäftigen uns damit auch in meiner Kleingruppe gerade sehr, sehr viel. Und in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nach recht kurzer Zeit fällt Gott etwas auf und er spricht diese Worte. Er sieht Adam da und er sagt, es ist nicht gut. Er hat die Erde geschaffen, alles geschaffen und immer wieder heißt es, und es war gut. Und es war gut. Und es war sehr gut. Und dann sieht Gott diesen Zustand von diesem armen Adam und sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine war. Und weißt du, nicht Adam, sondern Gott sah den Bedarf für Beziehung von Mensch zu Mensch. Adam beschwerte sich gar nicht, ja, zumindest lesen wir davon nichts. Er war wahrscheinlich noch dabei, alle Früchte mal zu probieren, die es so im Garten gab und die Tiere zu benennen. Vermutlich kam ihm der Gedanke, dass noch ein zweiter Mensch im Garten Eden ganz nett wäre, noch nicht einmal. Zu zweit wäre es ja dann doch lustiger eigentlich, oder? Dann wäre das Schachspiel noch nicht so langweilig, so, ne? Man muss nicht immer die Plätze wechseln. Ich glaube, der hat da noch gar nicht so richtig dran gedacht irgendwie, aber Gott sah es. Gott kam auf diesen Gedanken. Adam und Eva wurden von Gott für Beziehung zueinander geschaffen. Es war ein Gedanke Gottes, er schuf es so. Nun, wenn es wahr ist, dass es kein Zufall war, sondern Gott es so wollte und uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen hat, natürlich in erster Linie in Beziehung zu ihm, die Vertikale, so in Beziehung zu Gott, aber dann auch die Horizontale eben in Beziehung zueinander, von Mensch zu Mensch. Wenn es Gottes Gedanke war, wenn er Beziehung ein ureigener Gedanke Gottes war und ist, dann frage ich mich, wenn er diesen Rahmen für uns geschaffen hat, sollte nicht auch Gott dann derjenige sein, der bestimmen darf und definieren darf, wie Beziehungen gelingen, wie Beziehungen gut, stark und wirklich fest sind. Und im Umkehrschluss bedeutet das, ich kann keine anhaltenden, guten, gesunden, tiefen und glücklich machenden Beziehungen haben, losgelöst von dem Schöpfer und dem Vater aller Beziehungen. Wenn ich auf der Suche bin und sage, ich will Glück finden in Beziehungen, ich will Erfüllung finden und so weiter, aber ich suche hier überall, dann wird es nicht zu finden sein, sondern wahres Glück finden wir nur bei unserem Schöpfer. Schaut mal, Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und bereits im ersten Kapitel geht er da von einer Sache aus. Er sagt der Gemeinde dort, wisst ihr was, ihr lieben Leute, Gott ist erkennbar allein schon in seiner Schöpfung und durch seine Schöpfung. Im Grunde, jeder Mensch müsste auf den Gedanken kommen und die Frage stellen, warum bin ich? Warum gibt es diese Welt? Warum ist das Leben so komplex und so der Mensch so komplex geschaffen? Wie kann das sein? Er geht davon aus, Gott ist in der Schöpfung und durch die Schöpfung bereits erkennbar. Und dann sagt er weiter, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand oder ihr Herz, steht da wörtlich, verfinsterte sich und wurde verwirrt.
Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Der Text sagt, Menschen, die Gott nicht ehren oder ihm danken, also ihn überhaupt nicht einbeziehen, sondern ihr eigenes Ding machen, ihn nicht mit einbeziehen und auch ihre Gedanken über die Gedanken Gottes stellen, sich quasi selbst zu Gott machen, leben in einer Finsternis und Verwirrtheit. So sagt es der Text. Und immer, das glaube ich, wenn der Schöpfer aus seiner Schöpfung ausgeklammert wird, ist das Resultat, dass ein ganz schlechter Tausch stattfindet. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheiten, die er uns gibt, sie werden getauscht gegen etwas Schlechtes, ein ganz schlechter Tausch, gegen die Lügen dieser Welt. Und dann ist der Blick nicht mehr klar zu sehen, was Gott uns gegeben hat an Wahrheit für all die Bereiche unseres Lebens. Und das gilt grundsätzlich und eben auch für unsere Beziehungen. Und weil das so ist, wollen wir uns in dieser Predigtserie mit den Wahrheiten Gottes für unsere Beziehungen beschäftigen. Das war jetzt die Einleitung, okay? Nach dieser langen Einleitung zum Serienstart will ich euch auch die Überschrift für die heutige Predigt sagen. Ich möchte heute über Folgendes sprechen: Eins werden. Eins werden. Wie meine ich das? Wie meine ich diese Aussage, eins werden? Wofür steht denn diese Eins? Es meint nicht, es ist nur noch ein Cookie übrig. Denk nicht mal dran, den Cookie zu nehmen, okay? Es geht nicht um dieses Eins. Es geht darum, dass aus Zweien, das ist das Spannende, dass aus Zweien eins wird, okay? Und die Mathematik scheitert daran, aber was Gott möglich macht, ist folgende Rechnung: 1 plus 1 gleich 1. Schreibt das mal als Antwort in Mathe bei der Prüfung in der ersten Klasse oder so. Falsch, ne? Stimmt gar nicht. 1 plus 1 ist immer 2. Eine Birne und noch eine Birne sind immer 2 Birnen und nie eine. Aber wenn es um Beziehung geht und wie Gott sie sich gedacht hat, wie er sie geschaffen hat, dann sagt Gott, es ist doch möglich. 1 plus 1 gleich 1. Und dass Gott sich wünscht, dass aus zwei einzelnen Menschen durch Beziehung eine Einheit wird, ist auch daran erkennbar, dass Gott einen bestimmten Rahmen geschaffen hat, genau dafür. Gott schuf einen Rahmen für dieses 1 plus 1 gleich 1. Und weißt du, wie er es nannte? Er nannte es E-H-E. In seinem Gedanken zu Beziehungen hat Gott sich gedacht, ich will einen Rahmen schaffen, einen Schutzrahmen, der wichtig ist für Menschen, wenn sie dieses 1 plus 1 gleich 1 leben wollen, dass sie eine Einheit werden. Und er schuf den Rahmen namens Ehe. Und ich möchte mal fragen, wisst ihr eigentlich, wofür diese drei Buchstaben stehen? Ehe? Keiner weiß es, okay, ich will es euch sagen. Schaut mal, die E's stehen für die beiden verliebten Esel und das H steht für den Herrn in der Mitte, okay? Das bedeutet Ehe, das kannst du dir echt merken, ja? Weil manchmal sind wir echt voll die Esel, ja? Auch in Beziehungen, sei es Mann, sei es Frau, ja? Aber das Wichtige ist, der Herr ist in der Mitte, Amen. Das bedeutet Ehe. Wisst ihr, nachdem Adam von seinem Schlaf erwachte, Gott sagte ja, es ist nicht gut, Adam. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und vielleicht weißt du, wie Gott das dann gemacht hat. Er lässt ihn einschlafen, ja? Er gibt ihm eine richtig starke Schlaftablette und Adam pennt ein. Gott nimmt eine Rippe und er schafft ihm eine Frau. Und Adam weiß gar nicht, was passiert ist, so total erwacht aus der Narkose, ja? Und was dann geschieht ist, er sieht dieses wunderschöne, zarte und liebliche Geschöpf, eine Frau. Und er war so begeistert, dieser Adam, dass er ausrief, wuhu, tschakalaka, ja, endlich, rief Adam aus. Sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Und dann gibt er einen Namen, den ich nicht so schön finde. Ja. Er sagt, sie soll Männin heißen. Ich Mann, Männin, so. Nicht so cool, ja. Später wird sie ja Eva genannt und das finde ich viel schöner. Das bedeutet die Leben Schenkende, denn sie wurde vom Mann genommen. Und das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet. In älteren Übersetzungen finden wir das Wort anhangen.
Okay, was heißt denn anhangen bitte? Hat das auch mit Anhänger zu tun oder so, wie am Schlüsselbund oder was weiß ich? Nee, es meint wörtlich sich verkleben. Wenn du das Wort im Hebräischen anguckst, meint es sich verkleben, ineinander verkleben, festhaken. Es meint haften, sich aneinander festhalten, so eine unauflösliche Einheit zu schaffen. Ein Mann, eine Frau verkleben sich ineinander und halten sich fest, ganz, ganz fest. Und die beiden werden zu einer Einheit. Wörtlich steht hier ein Fleisch, ein Leib, ein Körper, etwas, was nicht zu trennen ist, ein Wesen, eine untrennbare Einheit. Denn schließlich kann sich ja auch kein Glied an unserem Körper einfach verabschieden, oder? Ein Körper. Ich habe es noch nie gesehen, weißt du, du gehst durch eine Stadt, ja, auf einmal erhebt sich die Hand bei irgendjemandem und sagt, mein Lieber, ich gehe jetzt meine eigenen Wege, ciao. So, und die Hand ist weg. Funktioniert einfach nicht. Unser Körper gehört zusammen, alles ist aufeinander abgestimmt und es kann nicht ein Glied sagen, ich hau jetzt ab, ich mache mein eigenes Ding. Diese Tiefe, diese enge Beziehung, dieses ineinander verwoben sein, verklebt sein, meint diese Einheit, die Gott meint für Menschen. Adam erlebte das mit seiner Eva. Und weißt du, die Ausgangslage für uns alle ist, dass wir wie Adam erstmal eins sind, oder? Ich wurde geboren und ich war eins. Und ich war auf der Suche nach meiner anderen Eins, mit der ich mich ineinander verkleben kann, sozusagen. Das ist die Ausgangslage für uns alle. Wir starten alle als eins. Aber Gottes Wunsch für uns ist, dass wir jemanden finden, mit dem wir uns in diese Einheit hinein verkleben können. Und dafür, weil das so eine enge Beziehung ist, hat Gott sich gedacht, ich schaffe einen Rahmen des Schutzes. Und dieser Rahmen ist der Bund der Ehe. Und in diesem Rahmen für diese Einheit wird Verbindlichkeit gelebt und Exklusivität. Ja, also ich bin exklusiv der Mann meiner Frau und sie exklusiv meine Frau. Das haben wir uns versprochen, bis dass der Tod uns scheidet. Ich und du, Rendezvous. Ja? Niemand sonst kommt da so hinein in diesen Rahmen. Und die Liebe zueinander, weißt du was? Ich sagte ja gerade, das Wort meint kleben hier. Uhu für die Ehe, okay? Die Liebe, die die Beziehung trägt, die Liebe, die Menschen füreinander empfinden zunächst ganz viel, aber es eine Entscheidung dann sein muss, darüber spreche ich gleich was, ist hier der Kleber. Das ist der Klebstoff für die Ehe. Und ich will mal etwas von diesem Klebstoff hier so hineinmachen. Ich hoffe, das hält. Ich habe das noch nicht probiert hier oder geprobt. Ich mache mal ganz viel Liebe rein, ne? Schadet ja nicht. Ganz viel Liebe, so zack, in die Ehe rein. Das ist immer gut. Und dann ist das, was in diesem Rahmen hält, so ein wunderschönes Paar. Hält. Sehr gut. Das sind die Gedanken Gottes. Dieses Einssein, dieses gemeinsam durchs Leben gehen und so weiter. Und ich sagte gerade, Liebe ist der Klebstoff. Und deswegen will ich nochmals C.S. Lewis bemühen und möchte noch eine Sache zitieren von ihm. Er sagte mal, es gibt einen Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Das ist wichtig. Er sagt, Verliebtheit ist etwas Köstliches, aber sie ist nicht das höchste menschliche Gefühl. Liebe im Unterschied zur Verliebtheit ist kein bloßes Gefühl. Sie ist ein tiefes Einssein, das durch den Willen garantiert und durch die Gewohnheit bewusst gefördert wird. Der Motor der Ehe läuft mit dieser stillen Liebe. Die Verliebtheit war die Kurbel, die den Motor angeworfen hat. Es gibt einen Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Und an dieser Stelle möchte ich ein wichtiges Wort mal an die Singles hier sagen. Hey, wenn du jetzt noch Single bist, aber den Wunsch in dir hast, einen Partner zu finden, mit dem du eins werden kannst, dann musst dir bewusst sein, dass das Gefühl der Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch, ja, die rosarote Brille, das ewig lange Telefonieren und Spazieren gehen bis spät in die Nacht, irgendwann verliert das alles so seinen Reiz und nimmt ab. Und ganz ehrlich, das wird nicht ewig andauern und das ist auch gut so, weil es kostet richtig Kraft. Ich kann mich noch gut erinnern, ja, ich hatte Prüfungen zu schreiben während des Studiums und so und trotzdem haben meine Kathi und ich bis spät in die Puppen telefoniert, ja. Und dann hat man morgens aufgewacht, total K.O., aber es war es wert. Das war es wert, einfach einander kennenzulernen und so, ja. Aber ewig hätte ich das auch nicht mitmachen können, okay. Ja, es ist auch anstrengend für einen selber und auch für die Außenstehenden, die sich denken, alter Schwede, ey, setz doch mal die rosarote Brille ab, ne. Ist ja anstrengend. Auf einmal wird man zum Romantiker und irgendwie,
anstrengend. Gut, dass das auch ein Ende findet. Diese Phase der Verliebtheit ist unglaublich schön. Aber es ist gut, dass sie auch an ein Ende kommt, weil es anstrengend werden kann. Nun, wenn du einen Partner findest, den du heiraten möchtest, das ist eigentlich die entscheidende Botschaft hier, dann musst du den Willen haben zu lieben. Du musst dich entscheiden zu lieben. Liebe ist in erster Linie kein Gefühl, so wie C.S. Lewis es hier sagt, und ich glaube, das stimmt, sondern Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Okay? Ich entscheide mich, meinen Partner zu lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich entscheide mich, ich will den Willen haben, ich werde den Willen aufbringen, weiter zu lieben, auch wenn es schwerfällt und wenn die Gefühle mir etwas ganz, ganz anderes sagen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Warum? Weil nicht immer wirst du dich danach fühlen. Manchmal wirst du dich danach fühlen, deinem Partner eine reinzuhauen wahrscheinlich, okay? Oder ihm an die Gurgel zu springen oder sich irgendwie auseinanderzusetzen, wie auch immer. Aber nicht so dieses Gefühl, Schmetterlinge und so, ja? Das wird nicht immer da sein. Was dich dann aber tragen wird, ist deine Entscheidung, ist dein Wille, ist deine Erinnerung, ich bin in diesen Bund eingetreten, in den Bund der Ehe, der ein Gedanke Gottes ist und ich habe Ja gesagt zu ihm, ich habe Ja gesagt zu ihr. Das wird halten, das wird dich dann wirklich tragen. Wenn du nur auf der Suche nach Herzschlag und Schmetterling im Bauch und das ganze Jahr über ist Valentinstag und so weiter bist, dann will ich es einfach mal so sagen, dann ist Ehe und tiefes Einssein nichts für dich. Wenn du nur diese Hochs erleben willst und ach ja und so, ja, und dann geht es von Beziehung zu Beziehung, weil man merkt, hey, das hält nicht so lange an. Und das ist auch nicht das, was Gott im Sinn hatte. Denn tiefes Einssein und Beziehung zwischen Mann und Frau, wie Gott es sich gedacht hat, bedeutet sich einander festzuhalten, auch wenn die Umstände und Gefühle es schwer machen. Ist das herausfordernd und kostet das manchmal Kraft und Überwindung und so weiter? Ja, das ist es. Aber es ist es allemal wert, an den Gedanken Gottes festzuhalten, die er für uns hat, wenn wir wirklich glücklich werden wollen. Und nicht zu sagen, außerhalb von Gott, wie machen das die Leute da? Ach, ich fühle die Liebe nicht mehr, dann suche ich mir einen neuen, bei dem ich sie fühle. Oder eine neue. Nein, Gott will, dass dieses Einssein da ist. 1 + 1 = 1. Und wenn du nicht gerade die Gabe der Ehelosigkeit bekommen hast, um Gott leichter dienen zu können, dann hast du in der Regel den Wunsch in dir nach einem Partner. Und wenn das so ist, dann will ich dir sagen, das ist gut so und das ist richtig so. Gott hat diesen Wunsch in dein Herz hineingelegt. Das ist gut so. Aber lass mich für diese Zeit des Suchens, ich spreche ja noch zu euch Singles gerade, lass mir dir mal einen wichtigen Grundsatz mitgeben, der mir sehr geholfen hat. Am Anfang habe ich ihn nicht verstanden, aber dann wurde es mir irgendwann klar. Ich will dir diesen wichtigen Grundsatz mal sagen. Könnt ihr mich unterstützen? Irgendwie will der gerade nicht. Er lautet, keine Liebesbeziehung ohne die Perspektive Ehe. Ich durfte vor 3 Jahren oder so mal ein Seminar halten auf einer christlichen Freizeit. Und das Seminar, wie hieß das denn nochmal? Beziehung. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ist auch egal. Aber es ging um all diese Themen, ja, und die ganzen Teenies waren eingeladen und erstaunlicherweise kamen richtig viele Mädels, so im Alter von 14, 15 Jahren. Und ich sagte diesen Satz. Ich sagte, ich glaube, dass es gut ist, ein guter Grundsatz, wenn man keine so Liebesbeziehung eingeht, ohne die Perspektive Ehe, was war da für ein Aufgeschrei? Wie kannst du das sagen? Nein und so, aber was ist, wenn man sich liebt und so weiter und so. Ich musste mir richtig was anhören in diesem Moment, ja. Aber dann konnte ich das zum Glück noch in Ruhe erklären. Was meine ich damit? Weißt du, wenn nicht klar ist, in welche Richtung die Reise geht, so will ich es mal sagen, dann lass es lieber. Weil Gottes Gedanke war nie, dass Menschen in so eine Enge hineinkommen, miteinander Leben teilen und sich kennenlernen und so weiter, ohne dass dieser Rahmen da ist. Natürlich muss man einen gewissen Rahmen finden, um einander kennenzulernen und so weiter. Aber langfristig soll es in diesen Rahmen hineinsteuern. Keine Beziehung, einfach nur um der Beziehung willen, das ist nicht zielführend, sondern Gottes Gedanke war immer, dass Menschen in dieses tiefe Einssein hineinkommen und das findet statt in diesem Schutzrahmen. Es sollte immer in Richtung Ehe gehen. Und das Tolle ist, ja, ich habe von himmlisch Plaudern gesprochen, meine Frau Kathi und ich, wir haben uns da kennengelernt, ja. Das Wunderbare da war, du kannst einfach direkt angeben, was du willst. Weißt du, was ich angegeben habe? Ich bin auf der Suche nach Ehe.
Ich war nicht auf der Suche nach einfach irgendwie einer netten Bekanntschaft oder nach Freunden oder einfach so nach irgendeiner Liebesbeziehung. Nein, für mich war klar, wenn ich eine Frau finde, dann soll es immer in Richtung Ehe gehen und für Kathi genauso. Und das war für uns von Anfang an klar. Wir werden einander kennenlernen, wir werden einander auschecken sozusagen, um für uns zu prüfen, können wir beide, haben wir beide ein Ja füreinander, um in die Ehe hineinzugehen oder nicht. Nicht, um einfach nur Beziehungsspielchen zu spielen und dann mit kaputten Herzen irgendwie sich zu trennen und sich den nächsten Partner irgendwie zu suchen. Bitte beherzige das. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig an dieser Stelle. Aber das ist, glaube ich, Gottes Gedanke dahinter. Und den Verheirateten will ich sagen, das wird dich jetzt überraschen, du bist verheiratet. Okay? Du hast dich entschieden zu lieben. Bis dass der Tod euch scheidet. Halte daran fest. Und falls du es tust, ja, hör auf, ständig an damals zu denken. Ach, damals, die Schmetterlinge und all das und so. Und heute sind Kinder da und es ist ein bisschen komplizierter geworden und so. Es ist kompliziert. Ja, mag sein, dass es so ist. Wie schön war es damals und so, ja. Und hör auf zu überlegen, was wäre, wenn. Ja, vielleicht kennst du diesen Gedanken. Was wäre, wenn, ja. Drum prüfe, wer sich ewig bindet und so, ja, all diese Gedanken. Das hilft dir nicht. Das hilft dir überhaupt nicht. Denn du hast Ja gesagt zu deiner Frau, du hast Ja gesagt zu deinem Mann. Ihr befindet euch in diesem Rahmen, den Gott für euch gemacht hat. Denk nicht über all diese Dinge nach. Es wird dir nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, es wird dein jetziges Leben und deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann erschweren. Stattdessen lerne es, dich an deinem Mann, an deiner Frau zu erfreuen. Bete für deinen Mann, bete für deine Frau, diene ihm, diene ihr, liebe, liebe bedingungslos, liebe absichtslos. Sprüche 5, Vers 15 und 18 heißt es, freue dich doch an deiner eigenen Frau und an deinem eigenen Mann. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Lerne es ganz neu, dich an deinem Mann, an deiner Frau zu erfreuen. Denn ich glaube, Treue zu deinem Mann, deiner Frau, wird Gott mit wahrem Glück und Segen belohnen. Liebe Frauen, darf ich noch ein kurzes Wort an die Männer richten? Habe ich dafür euer Okay? Ja, nickt mal, wenn das in Ordnung ist. Es gibt noch einen spannenden Gedanken, den ich im Neuen Testament gefunden habe. Ich will es noch kurz sagen. 1. Petrus 3, Vers 7. Da heißt es, ebenso gilt für euch Männer, liebe Männer, aufgepasst, und ich auch, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen haben, und das, darum geht es mir heute, um den letzten Teil, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ist dir das je aufgefallen in der Bibel? Die Beziehung zu unseren Frauen soll geprägt sein von Achtung, von Liebe, von Freundlichkeit, von Verständnis. Und wenn Uneinigkeit zwischen beiden besteht, werden die Gebete verhindert. Krass, oder? Die Beziehung zwischen den Eheleuten entscheidet über den Erfolg des Gebetslebens. Wow. Der Theologe Charles Bick sagte es mal so, oh, sorry, jetzt geht's auf immer doch. Er sagte, die Seufzer einer in ihren Gefühlen verletzten Frau stellen sich zwischen die Gebete des Mannes und die Erhörung durch Gott. Und ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Ich glaube, und das zeigt einfach auch die Wichtigkeit von der Beziehung, oder? Und die Bedeutung dieser Beziehung, die Gott geschaffen hat, von Mann und Frau. Und auch ist es für ein Paar dann sehr schwer, zusammen zu beten, wenn etwas ihre Gemeinschaft belastet, oder? Ich möchte zum Ende dieser Predigt kommen und diesen Gedanken, liebe Männer, liebe Frauen, nehmt den mit. Deine Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau, sie ist entscheidend. Entscheidend für dein persönliches Leben, für dein persönliches Glück, entscheidend auch für deine Beziehung zu Gott. Sie wirkt sich auch darauf aus. Ich möchte enden heute Morgen und ich möchte uns 5 Grundsätze einfach mal so mitgeben, die sich jeder Single bereits merken und jedes Ehepaar ganz neu beherzigen sollte. 5 Dinge. Ehrlichkeit. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man ehrlich ist. Beide sollten immer absolut ehrlich sein, um eine Basis des gegenseitigen Vertrauens zu haben. Weil ich glaube, da wo Geheimnisse leben, da stirbt Intimität. Da geht Vertrauen verloren.
Ehrlichkeit. Das zweite ist Kommunikation. Beide sollten das Gespräch aufrechterhalten. Stets sollen beide bereit sein, Dinge zu besprechen und wenn nötig auch auszudiskutieren. Wenn man erlaubt, dass sich im Kessel zu viel Dampf bildet, dann ist eine Explosion unausweichlich, oder? Irgendwann knallt's, ja. Aber manchmal tut auch so eine Auseinandersetzung richtig gut, wenn man Dinge besprechen und klären konnte. Seid bereit zu kommunizieren, offen und ehrlich zu sein. Zum Ausdiskutieren gehört auch die Bereitschaft, um Vergebung zu bitten. Wenn dein Herz zu stolz ist, um zu sagen, bitte vergib mir, dann wirst du viele Probleme in deiner Ehe haben. Zum Kommunikation gehört, dass du hingehst und sagst, bitte vergib mir, das war ein Fehler. Und genauso gehört dazu, dass du vergibst. Sei bereit, um Vergebung zu bitten und vergib auch selbst. Akzeptanz. Beide sollten akzeptieren, dass der andere Fehler und Eigenarten hat. Jeder von uns. Jeder von uns hat Fehler, macht Fehler und hat Eigenarten, die in der Verliebtheitsphase irgendwie süß waren. Aber dann heiratet man und zieht zusammen und merkt, Alter, der lässt immer die Socken da rumliegen. Ja? Keine Ahnung, was für Dinge, ja? Also ich mach das nicht. weißt du, aber akzeptiere das. Mein Partner ist anders, als ich es bin. Mein Partner hat Fehler und ich genauso. Wir sind beide nicht perfekt und deswegen wollen wir kleine Dinge einander vergeben. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, heißt es in der Bibel. Sie sollen vom anderen keine Vollkommenheit verlangen, weil man auch selbst nicht vollkommen ist. Das vierte, Finanzen. Ein wichtiges Thema ist nicht zu unterschätzen. Ehen sind kaputt gegangen am Thema Finanzen, weil da keine Einigkeit da war. Weil zu wenig darüber gesprochen wurde, wie wollen wir es handhaben, wofür wollen wir unser Geld einsetzen. Beide sollten Einigkeit im Finanziellen anstreben. Sprecht viel darüber. Vermeidet es zum Beispiel, über die Verhältnisse zu leben. Besprecht einfach ganz klar, macht euch Budgets, was auch immer, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das fünfte ist Liebe. Beide sollten daran denken, dass Liebe ein Gebot ist und kein unbeherrschbares Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung in erster Linie. Egal, ob du es gerade merkst oder nicht merkst oder stärker oder schwächer merkst, wenn du in dem Rahmen Ehe bist, hast du dich entschieden, deinen Partner zu lieben. Bis dass der Tod euch scheidet. Und mit Liebe ist hier alles gemeint, was in 1. Korinther 1, Vers 13 steht. Lies es für dich mal durch. Liebe ist zum Beispiel höflich. Sie wird uns davon abhalten, unseren Partner vor anderen zu kritisieren oder ihm öffentlich zu widersprechen. Es ist schwierig, wenn man das macht. Die Liebe hält uns vom Streiten vor den Kindern ab, was ihre Sicherheit vielleicht sogar gefährden könnte. Auf diese und auf hundert andere Arten erzeugte Liebe eine von Glück geprägte familiäre Atmosphäre und schließt Streit und Trennung zum großen Teil aus. Liebe. Wir müssen das neu verstehen. Es ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich bin schon am Ende angekommen und ich möchte uns einladen, dass wir mal gemeinsam unsere Augen schließen, weil ich dir einen Moment mit Gott geben möchte. In diesem Monat sprechen wir viel über Beziehungen und weißt du, Gott hat Gedanken über Beziehungen, auch über deine Beziehungen, die du hast oder die du haben wirst in der Zukunft. Und ich lade dich ein und möchte Gott gleich so bitten für uns alle, dass er uns ein Unterscheidungsvermögen gibt. Nicht in dem zu suchen, was die Welt definiert und sagt über Beziehungen, sondern in dem, was Gott sagt. Und wenn in dir der Wunsch ist, einen Partner zu finden, mit dem du Einheit leben kannst, 1 + 1 = 1, dann bist du am besten beraten, wenn du damit direkt bei Gott anfängst und sagst, Gott, das wünsche ich mir, bitte hilf mir, bitte schenk mir Weisheit, bitte hilf mir, das richtig zu verstehen und in eine Beziehung hineinzukommen, wie du sie dir gedacht hast. Und wenn du bereits verheiratet bist, vielleicht sogar seit Jahren, und sagst, hey, meine Ehe, daran muss ich weiter arbeiten. Und das müssen wir alle, das müssen wir ständig, das hört auch nicht auf. Und ich möchte Gott darum bitten, dass er mir ganz neu hilft, Ehrlichkeit, Kommunikation, Akzeptanz, das Thema Finanzen und auch die Liebe ganz neu zu verstehen. Dann gebe ich dir jetzt einen kurzen Moment, in dem du es Gott selber sagen kannst. Das, was deine Entscheidung für dich heute Morgen ist, sag es ihm. Und ich möchte uns in dieser Entscheidung gleich segnen. Herr, ich danke dir,
dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen geschaffen hat, und zwar für Beziehungen. Zuallererst in Beziehung zu dir, aber auch für Beziehungen untereinander. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du diesen Rahmen geschaffen hast, der Ehe, in dem wir diese göttliche Mathematik anwenden können, dass aus Zweien eins wird. Und Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der eine Entscheidung trifft heute Morgen für sich persönlich, dass du diese Entscheidung stark machst in ihren Herzen und dass du uns hilfst, unsere Beziehungen so zu gestalten, wie du es dir gedacht hast. Hilf uns da ganz neu auf dich zu hören und uns an deinem Wort zu orientieren und hilf uns ganz neu, diese Liebe so zu verstehen, wie du sie geschaffen hast, zunächst als eine Entscheidung füreinander. Und Herr, ich bete aber auch darum, dass die Emotionen das unterstreichen. Dass wir es ganz neu spüren und fühlen, wenn wir in diesen Beziehungen angekommen sind. Danke, dass wir in all dem auf dich vertrauen dürfen. Du bist ein wunderbarer Gott und wir lieben dich. Und wir alle sagen Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.